Aufgabe hier ist erledigt. Es ist an der Zeit, dass ich mich euch anschließe und nach Kastarium begleite. Aber vorher möchte ich noch einmal mit dir unter vier Augen sprechen. Würdest du bitte in mein Zimmer kommen? Sorry, dass ich gerade nichts sag, aber irgendwie ist Twitch kaputt. Danke, dass du gekommen bist. Ich hatte schon seit einer Weile einen gewissen Verdacht. Doch erst nach deinem Sieg über den Lichtbringer habe ich Gewissheit. Und ich kann sie nicht länger für mich behalten. Danke, dass du gekommen bist. Ich hatte schon seit einer Weile einen gewissen Verdacht, doch erst nach deinem Sieg über den Lichtbringer habe ich Gewissheit und ich kann sie nicht länger für mich behalten. Schon als ich das erste Mal in der Grundfeste traf, war deine Ätheraura anders. Sie bestand fast nur aus Licht, fast so wie eines Sündenvertilgers. Schon als ich dich das erste Mal in der Grunfeste traf, war deine Ätheraura anders. Sie bestand fast nur aus Licht, fast so wie die eines Sündenvertilgers. Als ich auf den Raktika-Fällen erlebte, wie das Licht in dich hineinströmte, sah ich es. Das Licht wurde nicht von deiner Gabe kompensiert, es wurde einfach ein Teil deiner Existenz. Orion G. hat es auch bemerkt. Er sucht nach einer Lösung, aber er weigert sich, mehr darüber zu sagen.
Aber eins ist sicher. Der Kampf gegen den Lichtbringer schadet dir. Ich weiß nicht, was alles passieren kann, aber ich kann auch nichts ausschließen. Bitte, Murasaki, wenn du irgendetwas spürst, lass es mich sofort wissen. Ich weiß, dass ich dir vertrauen kann und nun die anderen warten bereits. Bist du schon fertig? Wir haben uns noch mal in Schlangenzeug umgesehen. Ich denke, sie kommen gut zurecht. Dank das Gegengift geht es allen wieder besser. Und die Untertanen der Nacht haben ihren Nachthimmel zurück. Sie könnten nicht glücklicher sein. Ich bin soweit. Wir können los. Bist du sicher, dass du das willst? Schlangenzweig ist meine Heimat geworden. Und die Leute hier sind mehr als nur Freunde. Sie sind meine Familie. Sie ist ja auch, glaube ich, 3 Jahre da? Oder war das bei Uri Roger? Na, sie und Uri Roger waren, glaube ich, 3 Jahre da. Oh, nee. Uri Roger war 5 Jahre, er war am längsten hier. Er war ja der. Obwohl, nee, Sankret war der Erste, der K.O. gegangen ist. Uri Roger und. Ishtola danach. Also, glaube ich. Zwei Jahre habe ich mit den Untertanen der Nacht verbracht. Ihre Bräuche erlernt und für sie meinen Namen geändert. Ohne Zweifel werde ich noch oft an all das zurückdenken. Aber jetzt ist Zeit für einen Schritt in eine neue Richtung. Gehen wir zusammen. Gehen wir nach Pistarium und bringen wir den Bund der Morgenröte wieder zusammen. Ja! Deswegen musste den Ort leider verlassen. Weil der Bund ist ja wieder da. Selbst Minfilia, auch wenn es eine Wiedergeburt ist. Die Minfilia ist ja irgendwie in dem Körper drin. Ich hoffe aber nicht, dass die Kleine übernimmt, sondern vielleicht sogar das, was sie rausholen können. Und dann haben wir 2 Minfilias. Wo sind die anderen? Müsste der Kristallexarch, Alchino und Alisee nicht hier auch hier sein? Oh, ich hoffe. Ach, da seid ihr ja alle.
I feel no. Wie lange haben wir uns schon nicht mehr gesehen? Zu lange, Stola, zu lange. Aber spannt uns nicht auf die Folter. Was ist dem Raktika geschehen? Dass ihr hier seid, kann ja nur eins bedeuten. Den Lichtbringer erwischt, wusste ich's doch. Olmo hat seine Soldaten in alle Ecken Novrans ausgesandt, um die Lichtbringer zu beschützen. Wir fürchteten, dass sie euch in die Quere kommen würden, aber offensichtlich haben sie euch nicht aufhalten können. Apropos Olmo, was ist aus deiner Audienz mit bei Wolfrey geworden? Ach ja, richtig. In weiser Voraussicht habe ich ein Trugbild geschickt, um mich zu vertreten. Er selbst verfügt übrigens über... Langsam, Kristallexa, die Reise war so weit weg vom Turm, hat dich geschwächt. Du kannst uns alles später erzählen. Wir sind alle müde von der Reise. Ruhen wir uns erst einmal aus, bevor wir uns austauschen. Bin seiner Meinung. Besonders du brauchst Ruhe, um dich zu erholen. Nun, mir geht's super. Dann ist es entschieden. Erst ein Nickerchen, bevor es weitergeht. Ich lasse erstmal auf die Stiefel an. Ich finde, die passen zu meiner Tanzmann. Ne? Willkommen zurück, die Dame. Habt ihr eine längere Reise unternommen? Euer Zimmer steht euch natürlich immer noch zur Verfügung. Und natürlich kommt jetzt wieder die Szene mit dem... mit unserem guten Freund, wie heißt er nochmal? Elbert? Ja, klar. Nee, Elbert war jemand anders. Gut, ich wünsche einen angenehmen Zugang. Die Gespräche finde ich immer sehr interessant. Ja, das ist eine interessante Frage. この状態じゃ助けを呼んでやることすらできないんだぞ。だからそうだな。状況を知ってくれてる自分の仲間を信じて守る。今はそれしかないんじゃないか。 ところでエメトセルクの言っていたこと、ハイデリンが作り出された存在だって話がもし本当なら、
俺たち光の加護を受けし者はハイデリンのテンパードみたいなものなのか。 いや、お前も知らないなら今はいい。奴の話そのものがお前たちを揺さぶるための虚言だった可能性もある。正しいかどうかなんて簡単にひっくり返る。楽しかった思い出も削り取りたくなるくらい憎くなる日が来るかもしれない。だからこんな俺はもう 誰かを肯定も否定もすべきじゃないと思っていたが、スリザーバウの奴らが夜を見て感激していたこと、よかったなって俺も思ったよ。冒険は楽しかったが、それと同じくらい戦った後に送られる誰かの思いが好きだった。 どうだった？定時連絡は。今のところ戦況に大きな変化はない。何度か小規模な衝突を繰り返しているが、同盟軍も帝国軍も攻めあぐねているようだ。膠着状態か。兵力だけ見れば同盟軍はよく耐えている方だな。まあ、 あの粒子戦争を乗り越えた国も加わってるんだ。そうでなければ困るさ。だが戦の長期化は双方の望むところではなかろう。この停滞は嵐の前の静けさともなりうる。帝国が一気に肩をつけようとしたならば、黒バラの投入も。 やはり調査を急ぐべきだろう。侵入の手間は。無論進めている。加えて気がかりな情報をつかんだ。国境地帯ギムリトの戦場から帝国100人隊長が一人姿を消したのだ。敵前逃亡かどこかで死体になっているか、どちらにせよ 珍しい話ではないだろう。確かに姿を消したままであればな。だが最近になってそやつがこの帝都で目撃されたとなれば話は別だ。敵前逃亡ならば帝都に戻るような真似はすまい。死んでいたならば死体が戻ったということになろう。おお、 つい最近聞いた話じゃないか。現在ゼノスを語っていると思われるアシエン・エリディブス、同様にいずれかのアシエンが100人隊長の体を得たか、あるいはまだ我らの知らぬ駒が盤上に置かれているのやもしれん。 この件についても引き続き追わせている。我らも行くとしよう。なるほど、随分とつまらぬ戦になりかけているな。
父上もいや、この体では赤の他人か。情の一つもわかぬのは、それゆえとしておこう。そうだ、俺を俺となせるのは今やあの女のみ。我が高き獲物、我が友よ。 Ja. Also ist einiges passiert und Zenos lebt ja in einem anderen Körper wieder, das wussten wir ja schon.